Hi, hier ist Marco von Wärmebild24. Wir sind wieder draußen in den slowakischen Bergen. Regenjacke brauchst du nicht, hat der Benni gesagt. Regnet jetzt schön. Ja, und der Benni, der hat heute schon, der steht ja hinter der Kamera, schon ein paar tolle Erlebnisse gehabt mit dem Stefan heute Morgen. Da waren die zusammen unterwegs. Jetzt ist Benni mit mir unterwegs. Wir haben dabei das Telos XL mit dem großen Sensor. Ja, aber trotzdem noch der kleinen Grundvergrößerung. Deswegen sollte es im Bestand gut funktionieren. Das wollen wir ausprobieren, wollen euch da mitnehmen. Und dann hatte mich der Benni gefragt, also super schweres Gelände. Wir haben hier sind hier mit so einem kleinen Jeep hochgefahren. Und Benni hat mich gefragt, Mensch, wenn die hier so ein Stück erlegen, wie kriegen die das runter? Und vielleicht haben wir heute die Möglichkeit, auch mal so ein Stück zu erlegen. Und wir sehen dann zusammen, wie das hier geborgen wird. Ja, wir nehmen euch mit, mal gucken, was passiert und bis später. Wärmebild 24, Top-Rated Company. Beste Bewertungen, begeisterte Kunden. Und das Geile ist immer, der ganze Bus, also wir sind mit dem Bus und der ganze Bus ist voll mit Kram, Kanonen, Munition. Hier noch ein Glas, da noch ein Wärmebildgerät. Und natürlich auch eine Regenjacke und eine Regenhose. Und wenn du brauchst, gehe ich das einfach noch im Bus. Ja. Aber ja, das wird immer so. Wer es auch kennt, einfach mal in die Kommentare. Uns ein bisschen, hatten wir heute Morgen schon. Da waren wir auch schon mit Milosch unterwegs. Und da hatten wir so ein Stückchen Muffelwild vor, was auch auf 100 Meter geguckt hat, wie jetzt gerade. Das ist auch wieder so ein Teufelchen, so. Und der scheint uns zu verfolgen, von Berg zu Berg. Den haben wir heute Morgen halt schon gesehen. Wird jetzt nicht genau der gleiche sein? Also mit Sicherheit nicht. Aber wieder auf die gleiche Distanz, wieder ein Stück Muffelwild und wieder genau die gleiche Größe. Aber cool, wir haben schon mal Anblick. Hat sich schon mal gelohnt.
das ist mega steil. Das kommt auf dem Video ja jetzt auch rüber. Ich habe mir vorhin gedacht, ah, jetzt sind wir auch mal gekommen. Denn jetzt noch steiler und noch weiter hoch. Und jetzt haben wir hier unten unterhalb so eine Wiese. Und hier meldet die ganze Zeit ihren Staubhirsch auf der rechten Seite. Und jetzt haben wir hier mal 30 Minuten gesessen, haben geile Aufnahmen gemacht, kamen und gerade 10er so durchgezogen auf 90 Meter. Den hat Benny drauf, den haben wir hier auf dem Telos. Der ist dann hier in den Bestand reingezogen. Also schon richtig coole Aufnahmen. So, und jetzt versuchen wir, den Stück anzugehen. Der meldet so ein bisschen oberhalb. Und da probieren wir nochmal hinzukommen. Ja, das ist hier so oberhalb auf der linken Seite. Vielleicht sehen wir da was. Ja. Ja.
Ja, also absolut spektakulär. Wirklich mega geilen Anblick. Und das Telos mit dem Laserentfernungsmesser und ich sag mal den großen Sensor, ja, das doch noch riesengroße Seefeld durch die Regenrundvergrößerung von 2,5. Ich sag mal, die Zoomstufen, die kann man vergessen. Sobald man so bei 6-fach ist, wird es schon schlecht von der Qualität, aber auf der geringsten Qualität kann man schon Stücke ansprechen, das auch wirklich auf 100 Meter. Was mir noch nicht gefallen hat, ist der Ring zum Zoom. Der geht so schwer bei dem Gerät, also weiß nicht, ob das Prototyp ist oder was, da müssen wir mal gucken, ob das bei allen so schwer geht. Also das sieht wirklich extrem schwer. Aber ansonsten vom ganzen Handling her, ja, Pulsar-typisch wirklich top. Wir sind auch mit knapp 90% Akku gestartet, waren jetzt, ich finde die Zeit ja nicht, ich glaube, irgendwas um die 6 Stunden unterwegs. Also absolut, absolut spektakulär. Ja, wie ihr seht, ist dunkel. Links, rechts, wir waren im Hirsch-Inferno sozusagen. Überall haben sie gemeldet. Also das war absolut spektakulär und ja, war wirklich top. Also so auch super Erlebnis. Kann man nicht anders sagen und wir hoffen, wir können euch da ein bisschen mitnehmen. Ja, wenn euch unsere Videos gefallen, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal, kommentiert auch gerne. Und bis dahin, bleibt mal Zeit, euer Marco von Wärmebild24. Immer auf dem Laufenden. Auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook, Instagram und TikTok findest du ständig neue Produktvergleiche, Tests und Empfehlungen. Werde unser Fan.